Na gut, dann gucken wir mal, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind in der Rechenarchitektur. Wir hatten ja angefangen mit der Superskalarität. Das heißt, eine weitere Möglichkeit, wollen wir es? Eine weitere Möglichkeit, quasi noch mehr Befehle gleichzeitig abzuarbeiten. Ich glaube, es war so Foliensatz. Oder springen wir erstmal hier hin. Genau, eins, also wir hatten ja erstmal angefangen mit den Pipelines. Und mit den Pipelines ist es eigentlich ganz schön. Ja, also wir hatten, wenn wir das vergleichen mit dem sequentiellen, erstmal so, danach diese Pipeline-Form. Die Pipeline-Form führt offensichtlich zu einer Erhöhung der Abarbeitungsgeschwindigkeit, und zwar mit jeder Phase, also zeitlich gesehen, wird ein neuer Befehl abgearbeitet. Wir hatten ja dann die Problematik, das Problem, dass wenn manche Ergebnisse geschrieben werden, werden sie teilweise schon vorher benötigt. Das sind die sogenannten Hazards. Ja, also wenn das Ergebnis hier geschrieben wird und hier beim Befehl holen und dekodieren die Operanden eigentlich eingelesen werden, wir noch nicht das richtige Ergebnis vorliegen haben. Genau, dann hatten wir auch die Beispiele eingesehen, was man da machen kann. Also NOPs einfügen, einfach wenn man weiß, wie viele Phasen es gibt, dann eben so viele entsprechende leere Instruktionen einführen, dass die Operanden dann nach diesen leeren Operationen quasi nach dem Speichern eingelesen werden. Oder man tauscht Befehle, die inhaltlich nicht aufeinander einwirken. Ja? Sehr gut. Das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Scheiße. So, dann schalten wir mal den Bildschirm ein. Das ist dann noch besser. Danke für den Hinweis. Okay, machen wir mal hier weiter. Also, nehmen wir mal so ein Beispiel, genau, diese Dreier-Stress-Maschine bei diesem ARM-Rechner. Ja, bitte. Ja, das ist richtig, genau. Also die Dreier-Testmaschinen unterscheiden sich von den, also auf der einen Seite gibt es die mehrstufige Adressierung, genau, das beschreibt, wie relativ, also wie weit wir quasi rekursiv auf Adressen verweisen können. Naja. Es gibt zwei Elemente. Also einmal gibt es diese, gehen wir hier nochmal rein, es gibt die Dreier-Testmaschinen und es gibt die dreistufige Adressierung. Das ist, glaube ich, der leicht zu verwechselnde Aspekt. Und die Dreier-Testmaschinen, die bedeuten, dass es drei Operanden gibt. Also hier haben wir mal die Übersicht. Es gibt an, wie viele Operanden wir quasi angeben. Operanden, zwei Operanden und ein Ziel werden explizit angegeben. Bei zwei Testmaschinen halt nur zwei. Bei einem muss man immer diesen Akkumulator verwenden. Und dazu im Vergleich, vielleicht ein bisschen ungünstig von der Wortwahl, die endstufige Adressierung, also die dreistufige Adressierung. Das ist, wenn wir quasi die Referenzen oder diese rekursive Verweise auf weitere Speicherorte und weitere Speicherorte haben. Also eine Dreier-Adressmaschine heißt, wir haben drei Operanden, wobei eins ein Zieloperant ist. Es gibt sieben Prozessor-Modi, da sind wir noch nicht ganz eingestiegen. User-Modus und System-Modus und verschiedene Ausnahmen-Modi, die quasi angeben, mit welchen Berechtigungen die Software läuft. Das hat Einfluss darauf, welche Instruktionen, also manche sind eben geblockt für System-User, sodass zum Beispiel ein User nicht beliebige andere Prozesse stoppen kann. 37 Register, interessant. Wahrscheinlich 32 normale Register und 5 Spezialregister. Es werden Worte verwendet, die eben diese Befehlslängen entsprechen. Sie können auch abstufen. Also Sie können explizit adressieren ja auf Byte-Ebene. Und dann können Sie eben sagen, lies bitte 32-Bit ein oder 16-Bit oder 8-Bit. Genau, und in Summe gibt es
92 Befehle. Ja, und wie ist da die Rechenarchitektur? Das sieht dann eben so aus. Jetzt können wir etwas schon damit anfangen. Was können wir damit machen? iCache. Was ist denn der iCache? Das i steht für Instruction. Das ist der Instruction Cache. Hier aus dem aktuellen Program Counter wird quasi der iCache gefüllt. Also da lesen wir quasi den aktuellen Befehl am Program Counter ein. Und jetzt übergeben wir das quasi, unsere Aufgabe hier erledigt. Mit dem Fetch, danach wird I decode, der Instruction decoded. Da werden vielleicht Instruktionen gelesen. Oder eben hier kommt noch aus dem Instruction ein Immediate-Feld darunter, was quasi berücksichtigt, dass Konstanten in der Instruktion auch stehen. Also wenn da steht, multipliziere Register 1 mit 5, dann wird die 5 da umgepiped. So. Und jetzt wird eben durch die Dekodierung noch vorbereitet, was hier gerechnet werden soll. Hier haben wir unsere ALU. Hier können wir einfach shiften, falls man so ein Bit-Shift hat. Man kann hier Register multiplizieren mit dem Konstante, aber eigentlich kann die Konstante hier auch entweder reinfließen. Das heißt, der zweite Operand ist dann entweder die Konstante oder ein Registerinhalt. So, was haben wir hier noch? Wenn wir Adressierung haben, dann haben wir irgendwelche Berechnungen, die wir drauf noch ausführen können. Naja, jedenfalls aus dem Ergebnis haben wir geht das Ergebnis direkt hier in den Register Write. Wenn wir aber mehr eine Ladespeicheraktivität haben, dann werden über diesen Teil noch Speicheradressen berechnet und dann quasi in diesen Cache da irgendwie übergeben, wenn wir eben das in eine Adresse schreiben wollen. Das heißt, Sie können hiermit sowohl rechnen und das Ergebnis ausgeben, Sie können aber auch Werte lesen und irgendwo anders hinschreiben. Also die Komponenten sind da. Wir haben diese vier Phasen, also Fetch, Instruction Decode, Execute, Buffer Data und Write Back sind 5 Phasen. Genau. Warum haben wir hier dieses, wenn es ganz regulär läuft, ja, dann wird einfach unser Next PC auf PC plus 4 gesetzt. Das heißt plus 4 Bytes, also plus 32 Bit. So lange ist ja eine Instruktion. Das ist also die nächste Instruktion. Okay. Dann hier mal ein anderes Beispiel mit verschiedenen, also auch wieder ein ARM-Prozessor, aber mit meiner Auflistung, wie viele Pipeline-Stufen die haben und wie viele parallele Komponenten sie eben haben für die Out-of-Order-Execution. Da gibt es ja mal diesen Cortex-A7, da sehen Sie, dass hier Text überschrieben ist. Das liegt wieder am Template irgendwie. Ja. Toll, kann ich nicht korrigieren. Also es wird erstmal über 3 oder über 5 Schritte geholt, der Befehl. Ja? Vielleicht erstmal laden und dann das Laden abgeschlossen und danach vielleicht irgendwo in den Instruction Register legen. Vielleicht ein zweiter Schritt, was dazwischen ist, weiß nicht genau. Genau, dann gibt es noch einen Decode-Schritt, also wo ich dann eben überprüfe, was ist dazu eingetragen zu den einzelnen Befehlen. Dann wird es hier aufgeteilt. Ja, auf die verschiedenen Ausführungsoptionen in der ALU. Und jedes Einzelne hat sein individuelles Write-Back, sodass das eben die Ergebnisse schreiben kann. So, hier gibt es Fetch bei diesem hier. Danach kommen recht viele Decode- und Rename- und Dispatch-Schritte. Das ist schon interessant, dass wir jetzt da auch ein Rename haben. Das werden wir uns gleich nochmal ansehen, welchen Vorteil ein Umbenennen an dieser Stelle haben kann. Dann werden die hier einsortiert in die Warteschlange zur Ausführung. Hier werden sie dann zugewiesen, gestartet und dann gibt es halt einige für Integerberechnung, einige für Floating Point, einige für Multiplizieren, einige für Jumps und dann Laden und Speichern. Ja, also sehen Sie, dass das eben, das ist die Superskalarität.
Ja. Und dass eben parallel verschiedene Aspekte gleichzeitig genutzt werden. Man muss aber halt sicher gehen, dass sie sich nicht gegenseitig bedingen. Okay. Einen Moment. Okay, wunderbar. Mhm. So. Mal ein Pentium 4 Überblick, was es da für Phasen gibt, wie die eingeordnet sind. Was weiß ich, da gibt es erstmal einen Anfangsteil, hier Frontend genannt, das holt die Befehle, dekodiert die Befehle zu Mikrobefehlen, ähnlich den RISC-Befehlen, macht Sprungvorhersage, speichert Mikrobefehle in Trace Cache, das ist so ein zweiter Instruction Set quasi, übergibt bis zu 3 dieser Mikro-Operations gleichzeitig an den Execution Core und der verteilt sie auf die Verbindungsverarbeitungseinheit. Möglichst parallel soll es geschehen. Und dann werden die eben in den Cache-Speicher geschrieben. Und dann am Ende einsammeln Ergebnisse und rausschreiben und Ergebnisse von Sprungbefehlen merken. Ja, also brauchen wir ja das nächste Mal. Wenn wir hier berechnet haben, wo die Adresse hingeht, brauchen wir das nächste Mal vielleicht. Okay. Mal wieder in so ein Aspekt der Superskalarität mit einem Deathlon-Prozessor. Da sieht man es vielleicht ganz schön. Also wir haben hier einen Instruction Cache. Beginnen wir mal hier mit. Ja. Da werden die Daten eingelesen. Instruction Table. Und da werden die dann interpretiert. Also eigentlich ist es mit dem Load zusammenhängt. Na gut, dann habe ich das gelesen. Also die Instruktionen, da liegen sie mir vor. Jetzt wird es dann ausgeteilt und parallel dekodiert, parallel aufbereitet. Und dann übergeben an einen Scheduler, der eben Zugriff hat auf die darunterliegenden Ausführungsoptionen. Ja, und nachdem diese ausgeführt wurden, gibt es wieder am Ende nur eine Zusammenführung, damit die Reihenfolge richtig erhalten bleibt. So, ein Punkt, den wir noch nicht kennen, ist das mit dem Register Renaming, dem Reservation Station und mit dem Reorder oder Store Buffer am Ende. Naja, Reorder Buffer. Schauen wir uns erstmal die Umbenennung an. Die Umbenennung erfolgt ungefähr hier in der Reservation Station. Was ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke beim Renaming ist, dass potenzielle Wechselwirkungen dadurch vermieden werden, dass man Variablen, Inhalte und Bedeutungen umbenennt. Also das heißt, es gibt dann zwei Instanzen dieser einen Variable. Und damit löst man Write after Write und Write after Read Hazards aus. Ja? Also nehmen wir mal unser Beispiel hier, wir multiplizieren R3 mit R2 und schreiben das Ergebnis in R2, also das Ergebnis steht hinten. Dann addieren wir 1 zu R2 und erhalten R4. So, und hier schreiben wir wieder R3 plus 1 in R2 hinein. Das ist ein Write after Write, weil wir an zwei Stellen in R2 schreiben. Ja, und das ist ein Write after Read im zu dem ersten, weil hier haben wir gelesen und hier schreiben wir und hier haben wir auch geschrieben. Also hier haben wir quasi ein Read, hier haben wir ein Write, hier haben wir ein Write. Also diese Reihenfolge von Befehlen erzeugt eben diese Komplikation. Einmal Write after Write und einmal Write after Read. Okay, wie kann man das umgehen? Indem wir sagen, welche Bezüge es gibt. Das heißt, wir nennen dieses R2 R2b. Dieses R2b soll hier verwendet werden. Dann haben wir aber hier ein neues R2c und das soll hier verwendet werden. Ja, also man führt quasi so eine virtuelle Unterscheidung ein, welche Variablen auf welche anderen Aspekte Einfluss haben.
Ja? Der Einflussbereich vom ersten, also vom R2b, erstreckt sich eben nur bis hierhin. Danach wird es überschrieben und danach heißt es dann eben R2c. Jetzt gibt es keine Datenabhängigkeit mehr, weil das sind, also R2b ist komplett unterschiedlich von R2c. Und das ist jetzt auch explizit. Sagen wir mal, ich möchte an dieser Stelle ja. Also was da nicht passieren kann, ist, dass ich, wenn ich hier schreibe, ich eventuell da hinein agiere, weil da steht ja R2C nicht. Ja, ist einfach ein Vorteil, weil die Variable letztlich als unabhängig identifiziert wurde und da wirklich eine inhaltliche Trennung vollzogen wurde. Okay. Genau, wie macht man das? Man hat halt ein Read after Write, man hat ein Write after Write und man führt eben zu den passenden Befehlen, führt man eben dann eine unterschiedliche Notation ein und spätestens, wenn R2 neu geschrieben wird, ist es eine neue Variable. Okay, schauen wir uns mal an, was in diesem Reservation Station passiert. Welche Aufgaben hat sie denn? Sie hat die Aufgabe, sie kriegt dann die Befehle rein und dann werden sie dekodiert. Ja, und dann muss ich quasi schauen, wie kann ich das dispatchen auf die verschiedenen Ausführungseinheiten. Ja, also muss die Datenabhängigkeit beachten, soll so schnell wie möglich aufgelöst werden, damit sie eben kein Bottleneck darstellt. Und die Menschenlesbarkeit ist da nicht im Fokus, ja, also, sondern wirklich, dass keine Befehle gleichzeitig ausgeführt werden, die eben nicht ausgeführt werden dürfen. Okay, wie wird das gemacht? Naja, wir schauen uns quasi die eingehenden Befehle an. Wir schauen, welche haben Wechselwirkungen aufeinander. Und danach wird es meistens so sein, dass sagen wir 80-90% der Befehle, wenn nicht mehr, keine Interaktion mit den anderen haben. Aber man muss sich dann eben merken, na gut, ich hatte jetzt diese Befehle und jene Befehle und diese Reihenfolge und jene Reihenfolge habe ich gewählt. Weil es kann ja sein, dass wenn sie dann hier durchlaufen, sie in einer anderen Reihenfolge wieder eintrudeln. So. Und damit wir diese zufällig ausgewählten, also beziehungsweise diese potenziell vertrudelten, also hier hatten wir ja diese Reihenfolgenänderung. Wenn wir diese Reihenfolgeänderung jetzt reinbekommen, müssen wir das wieder richtig herum sortieren. Und da gibt es am Ende diesen Reorder-Buffer. Das heißt, da muss das wieder aufgelöst werden. Es wird wieder die Buchführung rausgeholt und quasi das Schreiben nach außen nur gemäß dieser Reihenfolge realisiert. Genau, Zweck, Rückspeichern in Order. Okay. Klingt es erstmal sinnvoll? Würde man es so machen? Also gibt es ja Vor- und Nachteile. Ich komme hier rein und die Befehle 1, 2, 3, 4. Die werden dann dispatched in der Reihenfolge 2, 4, 1, 3. Die Ergebnisse stehen in dieser selben Reihenfolge fest. Und nun sollen wir dafür, dass wieder die Buchstaben bzw. die Abläufe, die Reihenfolgen wieder eingehalten werden. Okay. Achso. Na gut. Ein Punkt noch. Ja, also das funktioniert alles super. Wann funktioniert das super? Das funktioniert super, wenn die Befehle einfach hintereinander im Speicher stehen. Aber was, wenn ich jetzt quasi irgendwo einen Sprung irgendwo hin habe? Wie gehe ich da mit den Befehlen danach um? Genau, und das geht so in die Richtung Sprungvorhersagetechniken. Ja, also wenn ich wüsste, dass mit 80-90%iger Wahrscheinlichkeit der nächste Eintrag einfach in dem Speicher jetzt geladen wird, dann würde ich eher drauf fokussieren. Wenn ich weiß, es klappt nur mit 5%, dann würde ich das eben nicht machen.
Genau, und dann gibt es eben einen Ansatz zur Minimierung der Leerläufe bei den bedingten Sprüngen. Ja, also wir wollen quasi nicht, dass man einfach herumsteht und wartet und erstmal eine Entscheidung abwartet, wird gesprungen oder nicht, sondern wir wollen, dass wir möglichst genügend Aktivitäten, sinnvolle Aktivitäten schon haben. Ja, es soll versucht werden, vorher zu sagen, ob der Sprung durchgeführt wird oder nicht, und dann rechtzeitig die Befehle holen. Wie kann man denn prüfen, ob Sie in einer Loop-Schleife wieder springen werden oder wenn Sie es rekursiv haben? Nehmen wir mal so einen Loop. Dann springen Sie ja, also von 0 bis 1 sollen die Werte aufaddiert werden. Dann haben Sie jetzt 1000, also von 0 bis 1000 werden Sie es aufaddieren. Dann haben Sie ja 1000 Iterationen dieses Loops. Das heißt, 1000 Mal wird gesprungen wieder an den Anfang des Loops. Wie könnte man das denn vorhersagen, ob man springen wird? Was meinen Sie? Naja, ja bitte. Eine Liste von Befehlen zu haben, die Sprünge verursachen und extra eine Exception dafür in den Code mit reinzumachen. Ja, also oft steht da, if A größer als B, dann Jump, sowas. Und wenn Jump irgendwo drin ist, den Befehl nicht in der so ausführen lassen, sondern entweder gesondert oder mit anderen Befehlen, die in die gleiche Kategorie springen. Dann wird es aber vielleicht Ihr Programm nicht mehr laufen, weil das Programm geht ja davon aus, dass es so springen kann. Also es sind ja so Vorschleifen oder so, oder If-Then-Bedingungen. Naja, ein Ansatz könnte sein, wie war es denn bisher? Ja, ich meine, wenn ich eine Nachricht habe oder wenn ich einen Befehl habe, der zum ersten Mal jetzt diesen Sprungbefehl auf hat, dann weiß ich noch nicht so viel. Wenn ich aber in einer Schleife bin und ich hatte schon 990 Mal eine Wiederholung, einen Sprung, dann kann ich mir das ja vielleicht merken, dass das vielleicht noch einmal passiert, statt jetzt vielleicht alles zu ändern. Genau, also wie ist der Grundsatz? Das wird dem Befehl gibt dann, ob mit größerer Wahrscheinlichkeit gesprungen wird oder nicht. Ja, also man muss es schon richtig runterbrechen, ein Bit, ja oder nein. Nach der Dekodierphase bekannt, wie die Vorhersage lautet. Also das heißt, wir müssen schon mal vorbeugen, dass wir springen werden, vielleicht auch schon mal Daten holen, aber erst später entscheidet sich, wann wir das, wie es dann letztlich wird. Okay. Ich überlege gerade, gibt es dazu noch was zu sagen? Also gerade bei solchen periodischen Wiederholungen lässt sich einfach aus der Historie gut ableiten, wie Sie auch vielleicht in Zukunft reagieren wollen. Okay. So, was machen wir, wenn wir, woher haben wir diese Informationen, wie es bisher war? Naja, der Prozessor, der beobachtet die Sprünge bisher, ja, die Abläufe. Und wenn er dann seinen Counter da hochzählt und feststellt, ah, hier wurde an dieser Stelle im Code 10.000 Mal gesprungen und da nur 10 Mal oder 0 Mal, dann habe ich eben eine Information darüber, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass das diesmal wieder gesprungen wird. Ja, wenn ich schon 10.000 Mal gesprungen bin, dann ist es unwahrscheinlich, dass jetzt genau es anders sein wird. Okay. Na gut. So viel zu der Sprungvorhersage. Also schauen wir uns gleich nochmal an. Es gibt da auch so einen Sprungzielpuffer, der das Ganze unterstützt, ja, und der schon mal zurückhält, was wären denn die ersten Befehle ab Sprungziel für spätere Wiederholungen. Also für den Fall, dass das eben eine falsche Entscheidung war und wir alles wegschmeißen müssen und neu laden müssen, dann hat er die Daten eben schon. Im besten Fall wird eben, also wenn wir hier nicht erkannt haben, dann haben wir eben ein Backup. Und wenn wir bekannt, wenn wir gesprungen sind und wenn wir das richtig erkannt haben, wird es eben auch irgendwie vermerkt, dass hier unsere Wahrscheinlichkeit weiter gestiegen ist. Genau, Hauptproblem ist aber, dass die eben nicht sichtbar sind im Programmablauf. Naja, gucken wir mal. Genau, man kann auch spekulativ, und das wird auch häufig gemacht, anfangen schon mal vorzuholen. Das heißt, wenn Sie eben die Befehle hier abarbeiten, dann ist es
teilweise auch schon so, dass diese Befehle schon mal geladen wurden. Also dass die schon vorbereitet wurden, dass sie schon angegangen wurden für den Fall, dass sie dann wirklich einsteigen in diese Abrechnung, sie dann eben schon die Instruktion haben, die sie benötigen, also sie sparen einfach ein bisschen Zeit. Okay. So. Nochmal ein komplett, also das ist letztlich fällt auch in die Kategorie der, der Beispiele zu der Superskalarität, was Sie hier wieder sehen, ist diese Phaseneinteilung. Irgendwie, hier gibt es so ein Instruction, Precode und Fetch Buffer. Dann wird verteilt auf, also ja gut, hier gibt es verschiedene Decoder, dann wird verteilt auf diesen Eintrag, also dieses Alias-Table, also diese Umbenennung, damit wir eben keine Abhängigkeiten haben, falls es vermeidbar ist. Und die Auswahl, was wird ausgeführt, dann wird es eben über die verschiedenen Angebote angegangen. Und hier am Ende, beziehungsweise hier, wird dann eben entschieden, welches da reinkommt und welches nicht. Na gut. Grundgedanke von Superskalität soweit. Klar? Okay, gut. Na gut. Es gibt ja noch so Erweiterungen, zum Beispiel SSE, Streaming SEM, SIMD Extension. Da haben wir die Problematik, dass ein Operator mehrere, also dass wir die Problematik haben, dass wir erstmal einen Operator und Operanden in einem Register haben. Ja, und dass wir dadurch, dass wir es ins Register packen, mehr Informationen reinpacken können. Wir können einfach mehr Zahlen in größere Register reinpacken. Und dadurch so eine 3-Adress-Maschine realisieren können. Einfach weil wir haben eine eingeschränktere Anzahl von Befehlsbreite, 32 oder 64 Bit, können aber mehr Informationen übergeben. Naja. Ich glaube, da habe ich noch ein abschließendes Bild zu dem Prozessor, der auch nochmal diese Superskalarität darstellt. Und dann wechseln wir mal was zu etwas anderem, weil wir da an eine Grenze kommen, wie wir weiter die Performance quasi steigern können, Anzahl der Instruktionen. Aber damit wir uns das nochmal ein bisschen anschauen, was da noch hineinkommt. Also hier mal der Prozessor, der ganz vorne auf dem Titelblatt, glaube ich, dargestellt wird, oder in dem Thumbnail zumindest, der so schön visuell darzustellen ist. Habe ich den hier? Ich glaube, ganz am Anfang hatte ich den mal. Genau. So sieht der dazugehörige Chip aus. Jetzt schauen wir mal rein, wie der intern aufgebaut ist. Na? Genau, da sind wir quasi hier. Also wir beginnen quasi mit den Instruktionen. Die werden eingelesen. Da haben wir die 128 Entry. Prefetch Buffer, 16 Byte, also 16 mal 8, diese 128. Pre-Decode, Instruction Length Decoder. Danach wird die Instruction Queues zugeordnet. Also wenn ich meinen Befehl kenne, dann wird es halt hier geschaut, Simple Decoder oder Complex Decoder. Das geht hier weiter nach unten. In der Aufteilung, in der Zuordnung und dann kommt es endlich zu der Ausführung über die verschiedenen spezialisierten Komponenten. Am Ende wird es eben wieder zusammengefügt und immer damit verbunden sind eben die verschiedenen Speicher, die uns die Instruktion liefern und wo die Ergebnisse hinkommen. Kann man zwar hier und da noch weiter tiefer eingehen, aber Sie sehen dieselbe Funktionalität, dieselbe Schemata, die wir letztlich haben. Und jetzt kennen Sie auch die ganzen Komponenten, die es so grob gibt. Also wieder wird in unser Instruction Set gelesen. Wir dekodieren das, predekodieren das. Dann haben wir eine 50 Punkte lange Instruction Queue.
Da wird es nochmal dekodiert. Also das ist so ein Pre-Decode und das ist dann ein echtes Decode. So, und da kommen alle potenziellen Befehle rein, auch vom Stack, auch vom Microcode-Sequence rum, also was da alles gibt. Und hier gehen die eben rein in diese Verteilungslogik, Allocation Queue, was dann verteilt auf die verschiedenen Ausführungseinheiten. Ja, also dann haben wir also unsere vielen Befehle quasi eingestellt. Ja, dann gehen sie erstmal über in diesen Rename, Allocation, Retirement, Reorder Buffer. Das heißt, wir führen durch diese Einführung von neuen Variablennamen und Implementierung intern quasi eine Entkopplung statt, Entkopplung ein, die quasi verhindert, dass wir Write after Read und Write after Write haben. Genau, und am Ende, nachdem es eben zugeordnet wurde, wird es ausgeführt. Und wo haben wir die Zuordnung wieder? Wahrscheinlich hier Store Buffer Forwarding und oder hier unten, wo wir da quasi das wieder auflösen. Also wir müssen da quasi wieder hierher hochkommen. Achso, hier sind die Leitungen, die uns das am Ende, bevor wir es überhaupt irgendwo hinschreiben, die Variablen wieder auflösen. Genau, und dann geht es in den Speicher, entweder in den Cache oder auf die Festplatte oder wohin auch immer. Okay. Ja. Mal eine andere Darstellung. Also, nur damit Sie, also ich meine, Sie sehen das. Es wird Instruction geholt, vielleicht gibt es ein Branch Prediction, dekodiert, es wird in den Verteiler gepackt. Wir haben hier einen starken für Integer und einen starken Block für Floating Points. Am Ende kommt alles zusammen. Und die Ergebnisse werden irgendwo hingespeichert. So, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Hier haben Sie halt einen ganz großen Detailreichtum zum Stichwort der verschiedenen Angebote eben in diesem superskalaren Multi-ALU-System. Okay. Ja, schauen Sie da mal rein. Also ganz interessant, verschiedene Floating Point Addierer, Multiplizierer, hier die verschiedenen Branching Optionen für den Fall, dass wir eben unsere Sprungadresse neu berechnen. Okay, gut. Ich gucke, ich habe hier noch den Atom. Was habe ich hier noch? Na gut, den habe ich noch und dann sind wir quasi mit dieser Betrachtung der Superskalarität fertig. Ein Atomprozessor, das ist ja ein recht leistungsarmes Gerät. Zwei Kerne hat der, glaube ich, gehabt. Hier ist nochmal visuell leichter abgetrennt. Also erstmal werden die Daten eingelesen, dann hier eingelesen, ausgewertet, Instruction Cache geprüft. Jedenfalls wird es dann alles richtig gesetzt und danach eben zugeordnet auf die verschiedenen Ausführungseinheiten. Hier einmal da nach unten, einmal dahin. Naja, und am Ende eben zusammengeführt. Okay, ich glaube, das ist mittlerweile schon recht überschaubar. Das führt uns hier in diesem Fall zu 16 Phasen, 3x Instruction Fetch, 3x Instruction Decode, Instruction Dispatch, Source Operand Read. Genau, Sie sehen ja die Punkte. Also hier wird dann erst am Ende ausgeführt. Es sind vier Phasen vorher, wo die Operanden gelesen werden. Und dann wird es eben irgendwo abgelegt. Okay, also was sollten wir quasi hier von Superskalität mitnehmen? Wir haben ja diese verschiedenen Komponenten pro Gerät. Und diese verschiedenen Komponenten sollen dann eben parallel idealerweise genutzt werden. Damit wir sie parallel nutzen können, muss vorher quasi alle eine Auswahl von nächsten Befehlen gesammelt werden und dann eben mit dem Dispatcher zugeordnet werden, was eben gerade frei ist, aber immer wichtig, am Ende einsammeln, damit die Reihenfolge stimmt. Und als neuen Mechanismus hatten wir eben dieses mit dem Unbenennen kennengelernt. Wenn die jetzt unterschiedlich heißen, jeweils den Namen wechseln, wenn die Variable neu geschrieben wird, dann kann man einiges an Konflikten da entwirren. Okay.
So. Was sind Interrupts, Exceptions, Traps? Also. Ah ja, hier haben wir. Hier haben wir kein Waschbecken, oder? Also ich. Nee, na gut. Also, wenn Sie einen normalen Ablauf haben, ne, von dem Programm, dann wird schön gerechnet und Sie holen sich immer die Operation von dem Speicher. Aber was da nicht reinkommt, sind die Herausforderungen. Also sagen wir mal, Sie haben synchrone prozessinterne Gründe, wie Division durch Null, ungültiger Befehlscode. Ja, so kann ich eben als Operation erkannt werden. Diese Bit-Kombination ist nicht definiert. Unerwünschte Gründe, Betriebssystemaufrufe, das sagt denen, bitte schalt mal zurück und du wirst jetzt selten aufgerufen. Aber es kann auch externe Gründe geben, ja, irgendeine Komponente, melden Ereignisse, also so ein Tastendruck, eine Uhr zeigt die nächste Sekunde an, Mausbewegung, Meldung von Eingabe, Ausgabeprozessen. Und da ist die Frage, naja gut, wenn wir den normalen Abwickler haben, ob jetzt mit Superskalarität oder nicht, sehen wir, dass der einfach Befehl für Befehl abarbeitet. Aber jetzt wollen wir auf einen Tastendruck reagieren. Das heißt, dieser Tastendruck muss irgendwie von außen reinkommen und uns sagen, hier habe ich eine Information für dich, hol sie bitte ab. Also man muss aktiv als Programm darauf hingewiesen werden. Genau, und das sind die sogenannten Exceptions oder Interrupts, Unterbrechungen, die dann quasi für eine kurze Zeit die Kontrolle übernehmen, vielleicht mal auf den Tastendruck reagieren und jedenfalls die Befehlskontrolle übernehmen und dann entscheiden können, was damit passieren soll. Okay. Ja, also Interrupts brauchen wir auch für ein normales System. Okay, na? Okay. Wie die heißen, das hängt ab und zu von dem Befehl ab, beziehungsweise auf welchem Prozessor wir uns gerade befinden. Ja. Also das heißt, die Bezeichnung, also Ausnahmen, Exceptions für alle prozessinternen Programmunterbrechungen. Bei Intel unterscheiden sie in Software Interrupts, Faults, Aborts und Traps. Ja, das ist auch nicht ganz identisch mit dem von Winter, von nochmal. Also diese Bezeichnung, ob es jetzt Software Interrupt ist, Fault, Abort oder Trap, das ist prozessorspezifisch definiert. Ja? Bei Intel ist ein Software Interrupt ein gewollter Betriebssystemaufruf, bei einem anderen Prozessor ist es vielleicht was anderes. Oder ein Abort ist ein Hardwarefehler hier bei Intel, bei einem anderen Prozessor bedeutet es was anderes. Also es ist dann pro Prozessor spezifisch definiert. Schauen wir uns mal an, was es da so gibt. Ein Interrupt ist ein gewollter Betriebssystemaufruf, also ein Einschreiten des Betriebssystems. Ein Fault ist ein behebbarer Fehler während der Ausführung. Also wenn Sie quasi Daten anfragen aus dem Speicher und die stehen noch nicht an der Stelle. Ein Abort, wenn der Strom abgeschaltet wird, und ein Trap ist Fehler in der Programmausführung wie Division durch Null, ungültiger Befehlscode. Genau. Wenn man darauf reagiert, also jetzt gibt es irgendwie so eine Meldung, wir werden uns anschauen, wie das realisiert wird, dann muss man eben spezifisch darauf reagieren, das heißt dann präzise Unterbrechung, und sollte quasi sofort darauf reagieren. Oder es gibt auch nicht präzise Unterbrechungen, wo man, naja, nur informiert wird und nach dem Motto, bitte melde, bitte kümmere dich mal drum. Okay. Und das Besondere ist, sie führen hier quasi diese Befehle aus und jetzt kommt irgendwie, ja, wir werden mal schauen, wie, naja, ein Interrupt hinein und dann dürfen Sie nicht hier weiterarbeiten, sondern Sie müssen dann irgendwie zur Behandlung des Interrupts irgendwo hinspringen. Aber wie wird es quasi realisiert, dass Ihre Nach- und Nacharbeitung von Befehlen plötzlich jetzt unterbrochen wird? Okay. So.
Ja, ich überlege gerade, wie weit ich ausführe. Nehmen wir mal an, es ist jetzt also ein Befehl reingekommen. Also Sie haben Ihre Befehle abgearbeitet und jetzt kommt irgendein Interrupt rein. Vom Betriebssystem, da wird unterschieden, ob man eben System-User-Recht hat oder nicht, ob der das machen darf oder nicht. Aber sagen wir mal, das wird jetzt hier unterbrochen. Da müssen Sie ja, wenn Sie nachdem Sie das abgearbeitet haben, immer noch dort weitermachen. Das heißt, bei diesen Befehlen hier. Und Sie wissen nicht, wenn Sie da weggehen, ne, kann ja sein, dass alle Ihre Register vollgeschrieben werden. Also Register 5 haben Sie vorher gerade benutzt und das wird jetzt vollgeschrieben. Das heißt, Sie müssen erstmal alles retten, was Sie kennen, genannt also Befehlszähler. Also Sie müssen quasi wissen, danach geht es hier weiter und Prozessor-Stack, Prozessor-Status auf Stack legen. Auch die Register müssen eigentlich gesichert werden. Ja. Dann, wie wird mir das genannt? Also das ist irgendeine neue Adresse, wo es dann eben weitergehen soll. Ja, und dann diese Quelle der Unterbrechung ermitteln, zugehörige Programmstartadresse festlegen. Das heißt, wir müssen von diesem Program Counter vorher unseren Program Counter hierher ändern. Okay, dann wechseln, also wir speichern unseren PC und unsere Registries und den Stack. Danach können wir unseren Program Counter hier drauf setzen, ja, Program Counter hier diese Zeile. Und da gehen wir jetzt hinein, ja, also wir quittieren die Ereignismeldung oder die Unterbrechung und dann wechseln wir dorthin, ja, und dann wird hier irgendetwas ausgeführt und wenn es quasi fertig ist, dann wird unsere Information hier rausgeholt, der PC wieder richtig gesetzt und es geht quasi direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Genau, wir müssen da quasi so schnell es geht dann drauf wechseln. Okay. Na gut, was machen wir, wenn wir wieder hier ablaufen? Es gibt aber mehrere Unterbrechungen gleichzeitig. Wie würden Sie das denn machen? Also, wenn Sie irgendeine Aktion durchführen und Sie werden mit mehreren, von mehreren anderen unterbrochen. Ja, und Sie persönlich, also ich meine, draußen fliegt ein Schmetterling, Vorlesung wird gehalten, jemand ruft Sie an, Ihr Kleidung steht in Flammen, ich weiß es nicht. Also zunächst erstmal sammelt man die Ereignismeldung, also was genau ist denn hier das Problem, wer meldet sich bei uns, die sollen mal nach Prioritäten ordnen und dann eben top-down geht man dann vor, also mit dem Wichtigsten zuerst. Wir wählen also eine Unterbrechungsquelle aus, bearbeiten das entsprechende Programm ab und bestätigen danach, dass wir es erledigt haben. Also, signalisiert wird von den Geräten an die CPU, priorisieren, ja, also wenn Sie mehrere Events haben, die gleichzeitig aktiv sein sollen, dann müssen Sie halt sagen, was ist Ihnen am wichtigsten. Und am Ende setzen wir dann eben um, identifizieren, bearbeiten und danach quasi rückmelden, dass wir es gemacht haben. Okay. Nee, das hatten wir ja schon. Genau, also Interrupts, was sollen wir dazu merken? Also was da der Grundgedanke ist eben, Sie führen Ihre Programme aus. Jetzt kann das Betriebssystem eingreifen und sagen, okay, du bist jetzt gerade hier mit deinem Program Counter. Ich verbiete dir mal, dass es dann weitergeht, sondern es wird ein neues Interrupt gemeldet, ja. Und dazu gibt es da quasi eine Ausführungsform pro Internet, nicht Internet, sondern Interrupt.
Adresse, was dann geschehen soll, wohin es springen soll. Ja, also kann sein, dass wenn wir durch 0 dividieren, div durch 0, es da eine feste Adresse für gibt. Ja, und da kann man dann quasi, würde man weitermachen. Wenn man hier am Ende angekommen ist, wissen wir aber nicht, also fest codierte Interrupt Adressen. Naja, also was letztlich da passiert ist, sie werden interrupted, dann sehen sie, aha, ich habe durch 0 dividiert, ich muss dorthin und dorthin springen, da wird da irgendetwas verarbeitet und danach müssen sie ja wieder zurückspringen. Das heißt, sie müssen vorher gespeichert haben im Program Counter, ihre Registries und ihren Stack und alles, was sie so verwenden. Damit quasi an dieser Stelle bekannt ist, zu welchem Program Counter sie zurück wollen und damit inhaltlich der PC da wieder zurückgestellt wird. Okay. Achso, das war der eingeschobene. Okay, gut. So. Was ist das denn hier? Geht die Richtung nicht richtig? Doch. Naja, also das werden wir auch mal aufgreifen in einer Übung. Aber vielmehr ist es nicht. Aber später werden wir dann noch vor allem aufgreifen, was machen Sie denn, wenn an einem Bus, also irgendeine Kommunikationsinfrastruktur, da irgendwie mehrere gleichzeitig ein Event melden, wie sortieren Sie die aus, wer darf weitergeleitet werden, wessen Nachricht. Hier ist es erstmal nur wichtig, dass der Befehlsablauf quasi unterbrochen werden kann in der Ausführung, auch unter legitimen Vorwänden, meist ausgelöst durch das Betriebssystem. Okay. So, schauen wir mal, was wir jetzt hineingucken wollen. Moment. Ja, okay. Wir wollen langsam einbiegen. Wir sind nämlich bald fertig mit dem CPU-Thema. CPU, also wir, um nochmal ganz nach vorne fortzugehen. So, Rechnerarchitektur ist ja unser Aufbau. So, ja, also wir sind jetzt quasi mit der Superskalarität durch. Interrupts sind da ein bisschen eingeschoben. Das passt nicht so ganz, aber irgendwo muss es dann doch sein. Genau, jetzt kommen noch ein paar Rechnerstrukturen und dann Rechnerleistung. Und das wird jetzt auch nicht thematisch neue Inhalte umfassen, sondern mit den Rechnerstrukturen wollen wir jetzt quasi nochmal den Blick weiten. Was gibt es denn noch für Komponenten in so einem gesamten System? Was wird da noch kommen? Insbesondere werden wir dann eben auf Bussysteme und sowas eingehen. Aber dass wir auch nochmal drüber reden, wie bewertet man denn die Rechnerleistung? Also wenn ich mehrere Rechner zur Verfügung habe, was weiß ich, mit einer Taktfrequenz und wie viele Instruktionen sie pro Sekunde abarbeiten, wie bewerte ich, welcher Rechner da besser abschneidet. Genau, und danach machen wir dann einen großen Cut zu Bussystemen und also zur Kommunikation eigentlich. Und danach interne, also Speicher, Multiprozess, also Multithreading, Multiprozessoren und dann Virtualisierung, genau. Also jetzt sind wir quasi am letzten Ende quasi der CPUs, den Rechnerstrukturen, damit wir die mal sehen. Hier kommen hauptsächlich Beispiele. Nein, das gucken wir uns noch nicht an. Das gucken wir uns noch nicht. Achso, hier war ich, okay. Also, was nehmen wir von den Interrupts mit? Die finden halt statt. Es gibt gewünschte und ungewünschte Elemente, wann die passieren können. Oder synchron und asynchron, also synchron immer wieder, oder wenn es eben an internen Lösungen, an internen Gründen liegt, asynchrone, wenn es an externen Gründen liegt. Die meisten Aktivitäten sind normalerweise von der Art, also Mausbewegungen wie in diesem Fall, ist also schon Teil der Abarbeitung der Befehle. So, und dann kommen wir mal zu verschiedenen Rechnerarchitekturen. Also, damit wir mal so unseren Blick von der CPU wegnehmen und nochmal über andere Komponenten reden. Ich schau gerade. Wir sortieren das mal um. Wir gehen erstmal auf die Rechnerleistung.
weil das noch mit der CPU zu tun hat. Also, wie messen Sie denn die Qualität Ihrer Geräte? Also wie messen wir die Leistung von CPUs? Naja, auf der einen Seite, was kann man denn da sagen? Irgendwie Antwortzeit, Ausführungszeit, wie schnell ist ein Ergebnis berechnet, wie lange dauert die Berechnung eines Problems, also Kompilieren eines Linux-Kernels. Das heißt, wie viel Zeit bedarf für eine Aktivität? Ja, also wenn die Aktivität ist, Kompilieren eines Linux-Kernels, kann man quasi schauen, wie lange hat es gedauert. Und dann können wir sagen, ein Linux-Kernel alle 2 Stunden wird kompiliert als Geschwindigkeit. Oder der Durchsatz, genau, wie viel gleichzeitig kann stattfinden. Was ist der Unterschied? Also wie viele Weiber-Anfragen gleichzeitig, wie viele Datenbank-Anfragen gleichzeitig, wie viele Befehle je Sekunde kann der Prozessor ausführen. Der Punkt ist, einmal hat man den Zähler gefixt und einmal den Nenner. Und je nachdem, ob Sie sagen, wie viel Arbeit pro Zeit habe ich geschafft oder wenn ich nur eine Arbeit leisten will, wie viel Zeit brauche ich dafür? Also das sind einfach unterschiedliche Fragestellungen, ob Sie den Zähler oder den Nenner festhalten. Genau, wie misst man bei Prozessoren dann die Rechnerleistung? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie natürlich. Ein typisches Beispiel sind die Cycles per Instruction. Also um eine Instruktion abzuarbeiten, wie viele Takte brauche ich denn? Ja. Und dann gibt man den Durchschnitt an. So, also zum Beispiel mit einem CPI, Cycles per Instruction gleich 2, für 90% der Operationsbefehle und richtig vorhergesagte Sprünge und CPI von 13 für 10% der falsch vorhergesagten Sprünge, also weil wir dann wieder etwas aus der Pipeline nehmen müssen, weil es eben falsch wiedergesagt wurde, kann man eben berechnen den Durchschnitt, in diesem Fall 3,1. Das heißt, im Schnitt werden pro Tag 3,1 Befehle abgearbeitet. Okay. Genau, und das steckt da gar nichts drin. Also da ist alles mit erfasst, da ist das Sequenzielle erfasst, da ist das Pipelining erfasst, da ist das Superskalare erfasst. Also es geht nur darum, über einen Zeitraum, sagen wir mal 10 Takte, wie viele Befehle werden abgearbeitet und was ist eben der Durchschnitt an Cycles, also wie viele Cycles brauche ich pro Instruktion, pro Schnitt, im Schnitt. Okay, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist die Taktfrequenz, dass man sagt, wenn ich habe jetzt hier einen 3,6 GHz Rechner, also der hat einen Takt von 3,6 GHz, und der andere hat einen 3,8 GHz Rechner, welcher ist schneller? Das werden wir sehen, was da für eine Aussagekraft möglich ist. Oder man könnte auch sagen, dass wir einfach messen, wie viel Zeit benötigen wir denn für eine Aktion, ja, auf den verschiedenen Prozessoren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch zusätzlich, dass man so eine Art Benchmark hat, dass man sagt, hier ist mein Referenzdatensatz, meine Referenzbefehle, ich jage das da durch und dann gucke ich mal, wie viel Zeit hat es benötigt. Da kann ich mehrere Prozessoren miteinander vergleichen. Zeitdauer je Befehl, ja, das ist irgendwie Kehrwert davon. Das andere ist ja Befehle pro, naja, Takt, also Zeit, nee, Zeitdauer pro Befehl, das ist schon das, genau. Anzahl der Befehle je Aufgabe, also das hier wird auch häufig verwendet, MIPS, Million Instructions per Second oder FLOPS. Gucken wir uns gleich mal an einem Beispiel an. Dann gibt es noch bei dem Bus, bei der Kommunikation Durchsatz und Latenz, werden wir uns auch noch anschauen, und bei der Speicherleistung Durchsatz und auch also Zugriffe pro Sekunde. Aber fokussieren wir erstmal auf die CPU. Ja, also, was ist nochmal CPI? Cycles per Instruction, das heißt, wenn ich hier irgendwie 3 Phasen noch dazwischen habe, dann habe ich ja letztlich 3 Cycles benötigt für die Abarbeitung eines Befehls und dann hätte ich einen CPI-Wert von 3. Also
die einfache Sicht, je länger die Pipeline, ja, je kleiner die Einzelschritte, desto höher die mögliche Taktfrequenz. Ja, also wenn ich das in mehr Phasen unterteile, dann komme ich einfach auf eine kürzere Phasenlänge. Ja, also sowas hat man da meistens eher nicht, sondern das ist dann wirklich nur so, dass hier quasi immer auf den letzten Drücker das erstellt wird. Naja, egal, bleiben wir mal im Fokus. Wenn wir immer eine Taktperiode pro Befehl haben, also ganz regulären Ablauf, dann wäre es Cycles per Instruction 1. Bei den Superskalaren können wir mehrere gleichzeitig ausführen, also drei gleichzeitig. Da hätten wir sogar, naja, Cycles per Instruction, die unter 0, unter 1 sind. Aber je mehr Datenabhängigkeiten es gibt, das heißt, wir müssen da vielleicht auch wieder manches entzerren, kann es sein, dass wir hier quasi gut durchkommen, aber da müssen wir hier Nops einbauen, also hier passiert gar nichts und dann erst wieder. Okay, naja, gucken wir uns das mal an. Also diese, gerade diese Pausen bei Pipeline Hazards und falsch vorher gesagt Sprünge, die senken dann wiederum die Performance. Ja. Gucken wir uns das mal an. Genau, also nochmal die Zusammenfassung hierzu. Genau, also längere Pipelines, höhere Taktrate. Ja, längere Pipeline ist gut, weil wir dann eben statt 1, 2, 3, 4, 4 und dann haben wir quasi einen ganz langen Takt. Also ganz viel Zeit, die da vergeht, als wenn wir hier, das sind kürzere Takte teilen und dann quasi nicht ein Viertel warten müssen. Also ein Takt entspricht ein Viertel Befehlslänge, sondern ein Takt würde ein, was weiß ich, 17. An Instruktionslänge entsprechen. Naja, also das ist eine gute Aktivität, aber auf der anderen Seite haben wir auch mehr Datenabhängigkeiten, weil hier zwischen den 17 Elementen gibt es vielleicht mehr Datenabhängigkeiten und wenn wir quasi uns hier die anderen Befehle vorstellen, dann haben sie ja nach oben und nach unten höchstens drei andere Befehle, die gleichzeitig ausgeführt werden, mit denen sie in Interaktion stehen können. Und bei den 17 Elementen, wenn sie 17 Phasen haben, dann können sie eben mit 17 Phasen, mit 17 anderen Befehlen, also eigentlich 16 anderen Befehlen in Konkurrenz stehen. Dadurch kann man eher Datenabhängigkeit haben, Sprünge falsch vorhersagen, längere Pipeline schlecht, genau. Genau, da war die Frage, gibt es die beste Pipeline-Länge, kleinste durchschnittliche Zeitdauer für einen Befehl, Times per Instruction, das ist jetzt quasi der Kehrwert, wir haben ja vorher Instruction per, Cycle per CPE, Cycle per Instruction, na gut, das ist eine andere Basis, okay. Das hatten wir gesehen, ja, diese Abläufe. Dann Pipelining hat einen Mehrwert. Dann hatten wir Superskalararchitekturen als weiteren Mehrwert. Und wenn wir das eben so darstellen, ich glaube, das hatten wir, da lässt sich das ja letztlich simulieren. Dann sind wir hier irgendwie bei 15, 13, 14, 15 und die Time per Instruction, die dann quasi berechnet werden kann. Und wenn wir da mehr dazu bekommen, dann geht es hier eher höher. Okay, wunderbar. Also das heißt, schauen wir uns mal so Beispiele an. Ja, also wie sind die Befehle, die Beispiele hierzu, die Prozessorleistung. Also entweder man hat so eine Ausführungsdauer eines Testprogramms. Also Sie haben irgendein Referenzprogramm, Benchmark, ne, gibt es meist bei den Grafikkarten. Und dann schauen Sie, wie schnell wird das durchgeführt. Okay.
Funktion, also einfach mal das Thema finden, ja? Und danach, wenn man das gefunden hat, dann so. Okay. Und dann geht es mal weiter, nachdem es etwas laut war. Okay, sind ja auch gleich durch, also auch mit diesem Themenbereich. Also, was haben wir da für die Prozessorleistung? Sie haben ein großes Stück Programm und dann schauen Sie nach, wie lange dauert es, das durchzuführen. Bei meinen 17 Sekunden, bei meinen 30 Sekunden. Das sind die typischen Benchmarks, die Sie auch in irgendwelchen Computermagazinen haben. Okay, das ist die Ausführungsdauer. Was man auch häufiger hat, diese MIPS, Mega Instructions per Second, das gibt an, quasi wie viele Instruktionen eben pro Sekunde ausgeführt werden. Und wenn wir hier haben Cycles per Instruction, wie viel Zeit wir pro Instruktion benötigen. Das hat die Einheit S, also Sekunde durch Anzahl. Das hier hat die Einheit Anzahl pro Sekunde. Und wenn wir quasi die Taktfrequenz da mit hineinzählen, dann kommen wir auf dieselbe Einheit. Also MIPS sind letztlich, genau, also Anzahl der Befehle pro Sekunde, die wir dann durchziehen können, und zwar Megabefehle, das heißt 1 Million Befehle pro Sekunde. Das Ganze gibt es auch für Floating Point Operationen, FLOPs, also Floating Point Operations per Second. Und jetzt ist die Frage, welchen Einfluss hat jetzt eigentlich diese Taktfrequenz? Ja, also wenn ich die jetzt immer weiter erhöhe, bringt mir das eigentlich etwas? Kann mir das eigentlich einen Vorteil bringen? Ja, und da kommt eben raus, nur wenn es der gleiche Befehlssatz ist und bei gleichem Cycles per Instruction. Wenn ich quasi meinen Takt erhöhe, aber mein Cycles per Instruction geht auch hoch, das heißt, ich brauche immer mehr Zyklen, mehr Takte, um eine Operation abzuschließen, dann habe ich keinen Mehrwert. Genau, ich glaube, wir werden in der Übung also auf jeden Fall mal dazu ein Beispiel haben, wie man das hier sinnvoll berechnet, was es da für sinnvolle Fragen gibt. Das kann man sowohl einmal berechnen, gegeben drei Zahlen, was weiß ich, so ist Ihr Takt, so viele Phasen haben Sie, was ist Ihr Cycle per Instruction, oder Sie haben eben ein Benchmarking-Programm, dann haben Sie das nicht berechnet. Das hier nochmal zum Abschluss. Ich glaube, das ist so die zusammenfassende Übersicht. Genau, Risk, genau, kleiner Befehlssatz, mehr Befehle für, also ich brauche mehr Befehle für eine Aufgabe, ich muss mehr programmieren, aber kleinere Cycles per Instruction wegen Pipelining, also die sind einfach in der Ausführung kürzer abzuarbeiten als bei CISC, wo ich mehr Instruktionsauswahl habe, dadurch mit weniger Zeilencode durchkomme, aber wo die einzelnen Befehle eben länger dauern in der Ausführung, weil sie eben so komplex sind. Genau. Und das gleicht sich eben aus. Also man kann da nicht sagen, welches von den allen besser ist. Also die Zeit ist ja meist, wie viele Befehle habe ich? Ja, mal Sekunde, also Cycles pro Instruction. Geteilt durch Taktfrequenz, also ja, das mit dem, das ist schon interessant mit den Einheiten, aber jedenfalls, wenn ich hier aus Befehlszahl mal kleinere Cycles per Instruction, also die werden viele Befehle, aber die werden schnell abgearbeitet im Vergleich zu weniger Befehle, aber die brauchen länger individuell. Früher galt mit der höheren Taktfrequenz, dass Risk schneller war, mittlerweile kann man da weniger Aussagen zu treffen. Genau, zu den. Genau, das ist so ein typisches Beispiel, aber wir sind jetzt eigentlich schon über der Zeit. Also, was sollten Sie sich heute. Naja, gut, machen wir das noch, machen wir das nicht. Wahrscheinlich müssen Sie die Nachfolgeveranstaltung. Also, das ist eine typische Aufgabe, die auch in der Klausur eben kommen kann. Sie haben verschiedene Werte gegeben und Sie sollen jetzt quasi berechnen, was ist Cycles per Instructions, Cycles per
doch per Instruction, wie schnell, welcher, wie schnell arbeiten sie es ab. Sie haben 1 Million Befehle, Taktfrequenz gegeben, sie haben 3 Millisekunden für die Abarbeitung dieser 1 Million Befehle, welcher mittlere CPI-Wert ergibt sich daraus. Das kann man dann berechnen. Und werden wir das nächste Mal machen, werden wir auch in der Übung mal aufgreifen. Kann ich, also ich will das jetzt nicht nochmal reinquetschen. Also was wir danach machen werden, nur um mal Ihnen mal einen Überblick zu geben, hier haben wir noch Benchmark-Programme und dann ist es schon fertig. Und dann diese Rechnerstrukturen, das ist dann letztlich nur eine Übersicht, was alles gehört zum Rechner dazu, bevor wir dann einsteigen in Bussysteme und Memory Maps und Speicher und alles Mögliche. Also dann haben wir dann die Welt der CPUs dann hinter uns gelassen und wir werden dann quasi in die anderen Aspekte einsteigen. Na gut, dann schön, dass Sie heute da waren. Genau, wir werden am Freitag unsere nächste Veranstaltung haben, also die wird auch hybrid stattfinden. Ich werde dann vor Ort sein und genau, dann sehen wir uns dann dort. Ja? Stimmt, Rheinland-Pfalz ist ein Feiertag. Genau, also am Freitag ist nichts, dann treffen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Genau, also diesen Freitag ist dann nichts. Genau, keine Veranstaltung, sondern wie Sie schon richtig sagen, ein Feiertag. Wunderbar.